Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein XXL Glossyboxen Unboxing für dich und zwar stehen um mich herum 14 Glossyboxen, die nur darauf warten, ausgepackt zu werden. Aufgepackt, genau. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gab immer mal wieder so Bundle-Aktionen und da habe ich ein bisschen gesammelt. Ich habe das Hochzeits-Vibes 5er Bundle für 60 Euro bei mir stehen. Ich habe das Nordics 5er Bundle bei mir stehen und das französische 4er Bundle. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem teuersten des Ganzen, nämlich das Hochzeits-Vibes 5er Bundle. Boah, 60 Euro hat es nämlich gekostet. Und da stand auch drin, dass teilweise Produkte gleich sein könnten. Ich bin sehr gespannt, ob auch in diesen Boxen immer das Gleiche drin ist. Ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet und die Glossybox noch nicht abonniert habt, mein Freunde werben Freunde-Code verwenden. Das ist Claudia RSQ. Damit sparst du, glaube ich, 20% oder sowas. Ich bekomme dadurch Glossy Points, womit ich dann zum Beispiel solche Bundles kaufen kann. Und ich habe, glaube ich, auch noch einen Influencer-Code, weil ich auch ein Glossybox-Mensch bin. Ich kriege aber dann mal eine Glossybox-Box zugeschickt, um sie vorzustellen. Ne? Die Boxen, die ich jetzt auspacke, werde ich zum Teil behalten, zum Teil verschenken, zum Teil in Verlosung reingeben. Und ich versuche es jetzt relativ zügig zu machen. Huch, ganz viel Werbung. Also die wird natürlich auch nicht mehr gültig sein. It's all about love. Ich glaube, das ist vom Boxendesign her das Gleiche und da ging es darum, dass wenn man das 5er Bundle sich kauft, dass es total super sein soll für Junggesellenabschiede. Ich weiß nicht, wie genau das dann gemeint ist. Ich weiß nicht, was drin ist, ob das wirklich diese It's All About Love Edition jetzt fünfmal ist. Ich hoffe nicht, weil das wäre so ein Stück weit rausgeschmissenes Geld. Okay, wir haben hier das Heftchen vom It's All About Love. Ich würde aber sagen, hier ist ein anderer Inhalt drin. Roger and Gellet Duschgel, 50 ml von diesem Bois d'Orange, also ein Orangenduschgel. Dann Happy Valentinstag, das ist so ein, kannst du als Haargummi verwenden oder auch nicht. Dann habe ich hier was drin von Huda Beauty, den Lip Strobe in Gold, das ist natürlich ganz schön, muss ich gestehen. Eine Nivea Haarmilch und zwar das Pflegeshampoo, das mag ich sehr, sehr gerne. Kann ich aber wirklich nicht permanent verwenden, weil dadurch meine Haare dann zu sehr fettig werden. Downtown Paris, das ist dieser Highlighter, Flüssig-Highlighter. Ich glaube, einen werde ich auf jeden Fall mal behalten. Ein sehr, sehr geiler Nagellack von Essie, den werde ich auch auf jeden Fall behalten. In der Farbe Moments to Mrs. Oh, das passt natürlich, das ist schön. Dann habe ich hier noch eine Maske drin und zwar Multi-Effekt Multi-Masking von Shams. Die haben wir schon 5 Milliarden Mal drin gehabt. Ja. Hier sind jetzt ein bisschen mehr als nur die üblichen 5 Produkte drin gewesen, die normalerweise in der Glossybox drin sind. Das hat mir ganz gut gefallen. Das wäre aber tatsächlich auch etwas gewesen, was normalerweise in dieser Box hätte drin sein können als möglicher Inhalt. Oh, und das wäre die 2019er Box gewesen. Ich hoffe, dass die Produkte trotzdem noch haltbar sind. Die zweite. Guck, die Stubenpflege fliegt hier übrigens durch die Gegend. Die Werbung ist schon mal eine andere. Die Box ist aber die gleiche. Jedenfalls vom Außendesign her. Das Magazin ist das gleiche. Der Inhalt sieht ein kleines bisschen anders aus, aber wir haben in den Glossyboxen ja immer, dass Inhalte sich auch, dass Inhalte auch gleich sein können. Ne? Also du hast immer 3 Produkte, die gleich sind. Hier habe ich auf jeden Fall ein gleiches Armband drin, auch wieder den Highlighter, auch wieder den Huda Beauty Lip Strobe in derselben Farbe, die Schäbensmaske, ein Nagellack in einer anderen Farbe. Ich schüttel den mal, weil man sieht schon, das hat sich so ein bisschen getrennt. Das ist eine alte Box, ne? Satin Slipper. Das ist dieser hier. Das ist so wie der Ballet Slippers, nur in so einem Perlmutt-Design. Was ist das denn? Palmer's Formule au Beurre de Cacao. Ein Pêche, Sèche und Sensibles. Irgendwas für sensible Haut. Keine Ahnung, was das ist. Eine reparierende Körperpflege. Okay. Und hier haben wir was anderes für die Haare. Und zwar The Big Hairspray von L'Oreal, ich glaube, neu ist es nicht mehr, weil die Box ist ja von 2019. Das war Box Nummer 2. Wir haben doch ein paar Doubletten hier mit dabei. Die dritte.
Auch für einen Junggesellenabschied wäre das wirklich ganz witzig, ne? Wenn dann so eine so eine Box aufmacht, aber bei uns sind die Junggesellenabschiede eher nicht so, dass die Mädels was geschenkt bekommen, sondern die Braut wird eingeladen und der Braut wird alles gestellt. Aber was man natürlich mit solchen Sachen machen könnte, ist, dass man die nimmt, um das zum Beispiel in den Bauchladen von der Braut reinzupacken, wenn sie dann Sachen verkauft, um den Abend dann damit zu finanzieren. Boxendesign ist das gleiche, Heftchen ist das gleiche. Und der Inhalt ist exakt der gleiche wie auch in der ersten. Genau, auch die Nagellackfarbe ist die gleiche, aber ist eine schöne Farbe. Die vierte, ja, gleiche Box, aber das hatten sie ja beschrieben, von daher bin ich da jetzt nicht super enttäuscht. Oh. Gleiches Heftchen, gleiches Armband, gleiche Maske. Oh, wir haben einen anderen Nagellack, aber der sieht echt nicht schön aus. Von Look Nude Beige. Sieht nicht, also die Farbe mag ich nicht gerne. Nee, die finde ich sehr schlammig. Oh, guck mal, hier haben wir einen Pinsel mit dabei. Das ist so ein Eyeliner-Pinsel von der Glossy Box selber. Die haben ja auch ab und an mal Pinsel, das mag ich gerne leiden. Downtown Paris Highlighter, der war wohl auch überall da mit dabei. Genauso wie das Lipstrobe von Huda Beauty. Und die Haarmilch habe ich hier auch wieder von Nivea mit drin. Last but hopefully not least, die fünfte Box im Bundle. Gleiche Box. Mir scheint irgendwas anders zu sein, weil die doch sehr hoch gepackt ist. Nein, es ist alles nur ein bisschen verrutscht. Das Heftchen, Pure Lay, Schelmensmaske. Auch wieder diese hässliche Farbe von dem Nagellack. Nivea Haarmilch. Auch wieder ein Glossy Box Pinsel. Highlighter. Und Lipstrobe. Ja, das wird sich sicherlich, wenn man Junggesellenabschied hat, gut machen, weil jeder dann so einen Highlighter hat, einen Lipstrobe, eine Maske für den Tag danach, ne? Oder wenn man halt so vorher zusammensitzt oder so. Oder halt, wenn man die Boxen dann entsprechend verkauft, so im Bauchladen. Aber an und für sich 30 Euro für das Set. 60 Euro, Entschuldigung. Nee, das finde ich ein bisschen überzogen, ne? Muss man sich ja auch mal so... Also, die anderen haben deutlich weniger gekostet. Also, das war jetzt eher so nicht so lohnenswert. Dieses 5er-Bundle müsste das Nordics-Bundle sein. Also 5 nordische Boxen, ich denke aus Schweden, Dänemark und so weiter. Und das hat 30 Euro gekostet im letzten Sale. Die erste Box ist eine schlichte. Poolside Paradise. Ja, guck, die ist ja super aktuell, ne? Die hatten wir ja in Deutschland im Juni. Hier steht auch drauf, Juni 2021. Kann ich anhand der Sprache sehen, für welches Land das ist. Luther, Dick, Tal, Till, Bakka, Och, Njut, Af, Ad, Sommaren. Ich denke Schwedisch, weil du über diesen A's teilweise so einen Kringel hast. Hier stehen dann auch die Produkte auf dieser Karte mit drauf. Die haben echt viel mehr in diesen Heftchen drin stehen als wir. Das finde ich ein bisschen schade, dass es bei uns nicht der Fall ist. Meine Box ist ein bisschen gequetscht. Schön. Ich habe eine Zahnpasta, komme ich auf jeden Fall mit klar. Gehört für mich nicht in eine Beautybox in dem Sinne mit rein, aber kann ich auf jeden Fall was mit anfangen, weil Zahnpasta kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Ein Nagellack von OPI, Infinite Shine 2. Die Farbe ist schön, also so ein rosafarbenes Nude. Ja, kann man sich geben, ne? Ist eigentlich ganz hübsch und OPI-Nagellacke sind auch immer relativ hochpreisig. Mine Tan, das ist dieses Niacinamid-Gedönsen. Das hatte ich jetzt sowohl schon in, ich hatte das in der Glossy Box, in der Look Fantastic Box und in der Glossy Box Men mit drin. Und jetzt nochmal, ja, irgendwann reicht's auch mal. Aber bin ich ja selber mit bei, wenn ich mir sowas kaufe. Dann von Kinder Beauty Mood Changing Lip Oil. Ja, das ist halt einfach ein Lippenpflegeöl, was sich halt anhand der Stimmung anpassen soll, farblich. Ist aber ganz nett, dass wir so ein Lippenöl mit dabei haben, weil das kann man eigentlich ganz gut gebrauchen. Das ist jetzt erst blau und wenn das auf die Lippen kommt, wird das meistens eher so rosafarben, ne? Wir haben hier auch noch eine Mascara mit dabei, die hatte ich ja auch schon in der deutschen. Plum and Poppy Curl and Volume Mascara. Genau, die ist auch schon bei mir eingezogen und wird im nächsten Full Face Beauty Boxen auch getestet werden. Genau. Die schaut ganz hübsch aus. Ein bisschen Werbung. Läuft. Und wir haben eine leere Box. Dafür, dass ich jetzt 6 Euro für die Box gezahlt habe, ist es okay. Die zweite. Oh, das ist eine schöne Edition. Das ist die Let It Shine Edition. Und das mochte ich auch tatsächlich schon bei uns so gerne. Ist es nicht sogar die Mai Box? Werbung mit dabei. Glossybox-Sweden. Das ist eine extrem schöne Frau.
Der Blick in die Box ist sehr gelb. Das hatten wir auch mit drin, das habe ich schon verwendet. Mag ich nicht so gerne, weil meine Haare dadurch sehr fettig aussehen. Melusine Paris, das Hair Protection Elixier, hat noch einen Lichtschutzfaktor mit drin. Mochte ich persönlich nicht so gerne. Oder mag ich nicht so gerne. Ja, auch die haben so ein Cleansing Handgel mit dabei. Die haben es aber von Bubble Tea. Ich sammle sowas, ne? Das wisst ihr mittlerweile. Ich sammle das und irgendwann kriegen meine Freundinnen das, wenn wir das nächste Mal Party machen. ein Illuminating Primer, schön, von Monio Skin, Lichtschutzfaktor 15, das ist süß. Soft Focus Technology and Cassia Alata, keine Ahnung, für alle Hauttypen. Das kommt auf jeden Fall in meine Full Face Beauty Boxen mit rein. Skin and Co. Whipped Polishing Cleansing Cream with Truffle Extract. Wow. Das ist, ja, mit 20 ml Gesichtsreinigungscreme. Und dann so ein Oshifi, das ist der Wahnsinn. Sensitive Relief von Eucerin Gel Cream Face and Body. Das ist, ja, einfach für die Haut. Also kannst du für Gesicht und Körper verwenden. Eine Bodylotion würde ich jetzt einfach mal so dazu sagen. 200 ml sind hier enthalten. Ja. Das finde ich ganz cool. Dann haben wir noch eine dekorative Kosmetikgeschichte mit dabei und das ist von Duze. Lucious Lip Stain, aber schöne Farbe. Das ist so ein Orange-Aprikot. Das ist ein Aprikot. Und sowas hinterlässt dann auch einfach einen Stain auf der Lippe. Das hat ja auch jetzt Catrice aufgenommen in das neue Sortiment, diesen Ultimate Stain. Finde ich total geil, das mag ich gerne. Und wir haben hier noch Werbung Your Glossy Gift Präsentkorb Paar Galancia. Ja, gut, werde ich wohl nicht kriegen, ne? Doch, das war eine schöne Box. Darüber hätte ich mich auch gefreut, wenn ich das bekommen hätte hier in Deutschland, ne? Und für 6 Euro sage ich auch nicht nein. Und dann noch diese schöne Box dabei. Die dritte im Bunde. Hier haben wir das klassische Design. Sehr, sehr leicht. Beauty Treats. Auch das dürfte eine relativ neue Variante sein. Ich weiß nicht, ob das auch Schweden ist. Also das ist auf jeden Fall hier so, wie auch bei den... Ja, es ist Schweden. Hinten sind die Preise in schwedischen Kronen abgebildet. Okay, hier haben wir den Blick in die Box und die ist wirklich sehr mau gefüllt. Wir haben einen Nagellack von Essence mit dabei. Shine Last and Go, Go Nail Polish in der Farbe 13. Legally Pink, das ist eine geile Sommerfarbe. Viel Nagellack hier. Dann habe ich hier was von Cetaphil Gentle Skin Cleanser, 29 ml. Okay, ein Gesichtsreinigungsprodukt von Cetaphil, das ist ja knuffig. Okay, dann habe ich hier noch so ein Lippenöl und das ist von Steve Laurent in der Farbe Orchid. Ich glaube, Nina von Ninas Beauty Welt steht ja so auf diese Lippenöle von Steve Laurent. Hat sich die auch schon irgendwie nachgekauft, habe ich, glaube ich, im Video von ihr schon gesehen. Also quasi über Tauschgruppen oder so hat die sich die ertauscht. Genau, das ist so ein rosa Vieh. Aber das ist halt eher, ne? Ich habe auch die von Avon sehr gerne bei mir. Das heißt, es kommt dann auch in meine Backup-Sammlung. Von Symbiosis London HA2 und Pool, also Hyaluronsäure und Pululan, keine Ahnung, 15 ml Tightening and Resplendent Eye Mask, eine Augenmaske. Das finde ich cool. Mag ich ja, wenn sowas in Tuben drin ist. Ne? Also das sind, mag ich gerne. Das sind, mag ich gerne. Okay, und das habe ich aktuell in Anwendung von Cia T London Extraordinary Translucent Powder. Extrem coole Verpackung. Das Puder an sich sieht auch ganz süß aus. Habe ich aktuell auch in Anwendung, trage ich auch jetzt gerade, während ihr mich seht, unter meinen Augen. Mag ich eigentlich auch ganz gerne, weil das auch nicht so austrocknend ist oder so. Noch so eine schöne Box. Mensch. Die vierte. Die ist ganz schön schwer wieder. Ich trage auch wirklich gerade so ein Sportoutfit, ne? Also ich habe hier so eine sportkurze Hose an, weil das hier ein sportliches Video wird, wenn man 14 Unboxings hintereinander macht. In einem Video. Und das komprimiert und schnell, damit auch genug Leute wirklich dranbleiben und sich das angucken. Normales Design. Schön, wir haben die Woke Up in Spring Edition und das dürfte auch wieder die schwedische sein. Ja, Glossy Box Sweden. Ich hätte mir eigentlich eher gedacht, dass wir das so ein bisschen, ne, dass du hier mal eine schwedische, da mal eine norwegische, da mal eine dänische Box mit dabei hast. Naja, schreibt mir gerne mal, falls ihr das Bundle euch auch geholt habt, was ihr so für Boxen drin hattet. Das Glossy Magazin April 2021. Also das sind wirklich sehr aktuelle Ausgaben. Das finde ich cool. Downtown Paris. Ach, guck mal, die haben auch noch andere Produkte als die Highlighter. Wusste ich gar nicht. Das ist ein Micellengel tatsächlich mit 50 ml enthalten. Damit kannst du dann deine Haut reinigen. Und Sammy versucht, sie gekriegt.
Guter Hund. Ich glaube, er hat Puck gefressen. Sehr schön. Dann habe ich hier drin, das hatten wir glaube ich auch mit dabei, von Elikia Beauty Illuminateur, naturell, vegan und eco-friendly. Relativ hochpreisiges Produkt habe ich mittlerweile umgefüllt in eine leere Cushion Foundation Verpackung. Das ist ein wundervoller Blushleiter, kann man wirklich toll verwenden. Wie gesagt, habe ich mir umgefüllt, und weil das schöner ist, ne? Weil das ist einfach zu flüssig und zu schwierig anzuwenden, dann ist es ein bisschen dosierter. Von Lait de Beauté, also Milch der Schönheit, made in Sweden, Bali Breeze, ein Duschgel, Special Edition, schön. 250 ml sind hier enthalten. Das ist eine ganz nette Kiste, ne? Kann man sich nicht beschweren. Ja, kannst du dir einfach auf die Haut geben und dann kannst du glücklich sein. Ich muss mir jetzt nicht durchlesen, wie man sowas anwendet, glaube ich. Ja, dieser Gua Sha Stein, ne? 10 Euro wert, ist Plastik, braucht kein Mensch. Vita Masks, Niacinamid Blueberry Pore Purifying. Das ist eine Gesichtsmaske, ne? Mit Blaubeere und Niacinamiden. Niacinamide sind toll für die Haut. Also darüber freue ich mich sehr. Hier haben wir nochmal meinen Müsli-Gutschein. Libresse, wie witzig. Wir haben jetzt zwei Slip-Einlagen drin. Gut, das sind Proben, aber ich kann es gebrauchen. Und das war's mit dieser Box. Und dann habe ich hier die fünfte und letzte nordische Box. Komm, sei mal was anderes als Schweden. Schweden ist schön, aber sei doch mal was anderes. Haben die Schweden eigentlich auch solche deutschen Bundles? Ach, guck mal, Sing, Dance, Love, Repeat. Diese Edition, mega geil. Also da fand ich das optisch sehr schön, aber ich glaube, den Inhalt fand ich echt nicht schön. Ich bin ja auch ein Kind der 90er eigentlich. Ich bin 89 geboren, aber in den 90ern halt Kind gewesen, aufgewachsen und so weiter. Und das feiere ich. Genau, auch das ist die Sing, Dance, Love, Repeat Edition. Und das ist Finnland. Sehr geil. Meine Wünsche wurden hiermit gerade erhört. Ach, guck mal, die haben sogar das Seidenpapier in dem Design. Das mag ich gerne leiden. Oh, Leute. Boah, das sieht richtig hübsch aus. Und das ist der Blush, auf den so viele scharf sind. Ich glaube, wir hatten von Sophia und Mabel ein Lidschattenquattro drin. Und hier ist ein Satin Powder Blush enthalten. Retro steht hier hinten drauf. Und das ist, sieht von außen auch genauso aus, wie die Box von außen aussieht. Geil. Und der Blush an sich sieht auch so aus. Das finde ich ja schön. Das gefällt mir. Voll niedlich. Und das ist auch eine schöne Farbe. Das ist eher ein Blushleiter. Aber mag ich leiden. Cool. Dann haben wir nochmal Extraordinary Translucent Powder. Okay, die Finnen hatten das dann quasi in der Sing Dance Love Repeat Edition drin und die Schweden hatten das in der anderen Edition, die ich eben ausgepackt habe, wo ich gar nicht mehr weiß, wo es drin war. Dann haben wir hier winzig klein Molten Brown Orange and Bergamot, also Orange und Bergamotte, ein Duschgel mit 30 Millilitern. Ja, ist ganz knuffig. Ein Pinsel von Bang Beauty. Ach, guck mal. Das mag ich auch gerne leiden. Das ist auch ein schöner Pinsel. Damit kannst du Highlighter auftragen, Blush, bisschen konturieren. Cool. Hat eine geile Box. Die gefällt mir jetzt mittlerweile echt am besten von allen. Und von Karl Lagerfeld und Model Co. haben wir einen Lip Liner in der Farbe Rosewood drin. Mensch, das ist ja mal eine Box. Fast nur dekorative Kosmetik. Das war ja echt hart. Schöne, schöne Farbe. Also Wahnsinn. Ja, da ist auch direkt die Aufnahme gestoppt hier. Der sieht nämlich gar nicht gut aus. Den werde ich erst anspitzen müssen. Wow, ich weiß nicht, was... Oh, das sieht so aus, als wäre irgendwie... Als hätte der ein bisschen lange gelegen, sag ich mal, ne? Aber sowas spitzt man ja an und dann geht das. Aber sieht schon pelzig aus. Kann auch Schwitzwasser sein, man weiß es nicht, weil es glitzert halt so, ne? Keine Ahnung. Ich spitze den an. Man macht es ja direkt an die Lippe. Ist ja in Ordnung, ne? Also wenn ich danach dann irgendwie flach liege, wisst ihr alle warum. Wow. Aber es kommt auf jeden Fall in meine Full-Face-Beauty-Boxen rein, Leute. Cool. Doch, also abgesehen von diesem flauschigen Lip-Liner, muss ich sagen, war das echt eine Kracherbox. Also wäre die in Deutschland gewesen, die hätte eingeschlagen wie sonst was, oder? Hätten sich alle mega drüber gefreut. Ich habe das übrigens auch ganz regulär über mein...
privaten Account bestellt. Ne? Also nicht, dass irgendwer jetzt sagt, oh, du hast aber die und die Produkte drin, weil du da eine Kooperation hast oder so. Nee, nee, das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also ich habe ja das ganz reguläre Abo und dann habe ich auch die Kooperation, aber es läuft über zwei verschiedene Kanäle, sage ich mal. Auch über zwei verschiedene E-Mail-Adressen. So, das hier ist dann das Vierer Bundle aus Frankreich und das gucken wir uns mal an, was die französischen Menschen bekommen haben und wen nun auch bekommen. Man weiß es nicht. Hier haben wir eine ganz klassische Designvariante. Pretty Pleasures, oh, mit den Macarons drauf, Beauty Treats. Das sieht sehr schön aus. Das ist die Märzbox. Oh je, die hat wohl einen langen Weg hinter sich schon, denn das Ganze ist ein bisschen hin und her geflogen. Hier haben wir die Nourishing Mascara von Botanic Beauty. Die habe ich auch in meinem Full Face Beauty Boxen getestet und fand sie nicht gut. Ja, deswegen werde ich sie auch nicht nochmal testen. Ein Nagellack von Nails Inc., auch den habe ich ausgetestet. Royal Crescent Gardens, den habe ich glaube ich auch direkt aussortiert, weil der sehr streifig geworden ist. Eine wunderschöne Farbe, also so ein schönes Mintgrün, schön, dass ich nicht zur Kamera gerade spreche, läuft. Aber das Problem dabei ist, dass das Pinselchen sehr dick ist. Also diese einzelnen Härchen sind zu dick, sodass das Ganze bei mir einfach sehr streifig geworden ist und selbst in zwei, drei Schichten sah das echt nicht gut aus. Also ich muss sehr, sehr hardcore das Ganze schichten. Ich habe runde Nägel, da hält einfach nicht alles drauf und deswegen ist der dann auch weitergegangen. Das hier hatten wir, glaube ich, auch mit dabei. Sackenteuer. Das ist von Avant oder Avon. Hyaluronic Argan Oil Peony Sweet Almond. Ein Lip Scrub, 10 Milliliter. Ich glaube, allein dieses Ding hat schon irgendwie einen Wert von 30, 40 Euro oder so. Das ist Hammer. Die Marke ist wirklich krass. Deep Sleep Pillow Spray von This Works. Ja, vielen Dank. 5 Milliliter. Das wird direkt bei uns ins Schlafzimmer kommen. Verwende ich jeden Tag sowas. Eine Gesichtsmaske, das feiere ich auch sehr. Rare Paris Elixir Intense Nährend. Okay, das ist schön. Ja, mag ich. Wird verwendet. Sag ich nicht mal zu. Ja, das war dann die März-Edition der Franzosen. Es wurde übrigens auch geschrieben auf der Homepage, dass es sein kann, dass man doppelte Boxen hat. Das heißt, dass ich jetzt vielleicht nochmal die März-Edition irgendwo drin habe, was ich nicht hoffe. Aber da wundern wir uns nicht drüber. Ne? Stand aber extra auf der Homepage beschrieben. Hier habe ich die zweite französische Box. Achso, das Bundle hat übrigens 24 Euro gekostet. Also da habe ich dann auch 6 Euro für jede Box bezahlt. Oh, schön. Jetzt habe ich dreimal dieses wunderschöne Let the Sunshine Gedönsen. Ne? Also ich habe das von der deutschen Variante, ich habe das von der französischen und von der schwedischen. Mag ich. Hier stehen Türme um mich herum. Oh, ich liebe dieses Design. Let the Sunshine. Im Mai war das. Okay, ja. Ne? Oh, hier kommt auch gerade ein richtig schöner, frischer Duft raus. Ja, das Produkt, ne? Habe ich jetzt ein paar Mal oft hier. Muss ich wirklich sagen. Das reicht jetzt auch. Reicht jetzt. Von Terre de Mars. Ich glaube, das hatten wir auch. 008 Gel Nettoyant Corporelle Redition. Ein ja, Duschgel quasi mit, weiß ich nicht, 200 Milliliter, 150 Milliliter. Riecht ganz gut. Also duschen, da kann ich mich, also ich kann mich gut demnächst duschen. Von Lottie London, das finde ich auch nett. Powerful Metallic Eyeshadow. Ah, es ist ein Monolidschatten. Okay, der wird auch weiter wandern. Golden Hour ist hier die Farbe. Ist natürlich wunderschön, ne? Also eine coole Farbe, aber ich mag einfach keine Mono-Lidschatten. Und ich sammle die ganzen Monos, die so bei mir eintrudeln, für einen Mono-Lidschatten. Adventskalender, den ich irgendwann mal verlose oder verkaufe oder sonst irgendwas. Kissproof Lip Cream Coral Stone von Bella Pierre. Das finde ich schön. Ich weiß nicht, oder ist das ein Liquid Lipstick? Dann bin ich da immer ein bisschen eigen mit. Da gibt es ganz, ganz bestimmte, die ich trage, die ich auch verwende. Das ist von Dose of Colors, die halten bei mir und die trocknen nicht so aus. Und die von Banana Beauty, das sind so mit die einzigen, die funktionieren. Ja, Kiss Proof Lip Cream. Okay, ja, das wird safe sowas sein, ne? Ja, und sowas habe ich dann natürlich auch schon in solchen Farben da. Dürfte sogar fast das sein, was ich auf den Lippen trage. Aber es ist eine schöne Farbe. Da beschwere ich mich nicht. Coral Stone, ein Korallstein. Und hier haben wir nochmal, witzig, von Monio Skin den Illuminating Primer Lichtschutzfaktor 15. Genau, den habe ich jetzt zweimal. Aus zwei verschiedenen Ländern. So, kommen wir zur dritten französischen Box. Boah, ist die leicht. Ja, hier haben wir auch wieder so eine klassische Edition. Ach, guck mal, hier habe ich sogar was für Sebi mit drin. Wer hätte das gedacht? Und zwar ein Gutschein. Tales.com, da kannst du dein eigenes Futter zusammenmischen. Das ist sehr interessant. Ne? Woke up in Spring.
Ich hoffe, da ist überhaupt was drin. Da weiß ich jetzt nicht, von welchem Monat das ist. Sowas haben wir nicht drin, ne? So ein Luftvieh. Okay, hier habe ich nochmal meinen Blushleiter von Elikia Beauty. Das hatten wir, glaube ich, auch drin. Antioxidant, Eye Contour Cream. Nee, hatten wir nicht drin. Eine Augencreme von Cosmos Natural Feel Free. Okay, 20 Milliliter. Ganz schön große Tube für 20 Milliliter. Oh, der ist toll. Ist es mein Lieblingsliner? Ayeko Black Magic Liquid Liner und White Lash Travis Hills Black Magic Liquid Eyeliner. Ich muss mal eben kurz gucken, ob das der ist, den ich so gerne mag, weil den habe ich jetzt aktuell nicht als Backup da. Das finde ich extrem cool. You're amazing. Oh ja, und der hält und hält und hält wirklich Ewigkeiten. Das hat nämlich so ein Pinselchen, was wirklich Pinselhärchen hat, so wie der KVD Vegan Beauty Tattoo Liner Schlag mich tot und nicht ein Schwämmchen vorne dran. Oh, das ist so geil. Also kein Filz Eyeliner, sondern so. Mega. Das ist schon wieder ein Highlight-Produkt für mich. Dann haben wir dieses Produkt hier drin, Le Gloss Embellisseur L'Evre Softening Lip Gloss Pink Ladies. Den hatten wir, glaube ich, auch mit drin. Und hier haben wir auch dieses Eyeshadow Quad von Sophia und Mabey mit drin. Die Aphrodite Palette, die habe ich auch drin gehabt damals. Und die habe ich auch noch da. Die ist in meiner Lidschattenpalettensammlung. Und das ist, sind schöne Farben. Da kannst du einen schnellen, einfachen Look mitschminken. Sehr, sehr cool. Oh, das ist eine schöne Woke Up in Spring. Ne? Da haben die Franzosen auf jeden Fall was Schönes gekriegt, um im Frühling aufzuwachen. Ein Turm da, ne? Ja, ja, der ist fast größer als meine Zukunft. Und jetzt habe ich hier die vierte und letzte französische Box. Und auch die letzte Box, die ich hier mit euch heute öffne. Die lassen sich echt toll aufmachen. Oh, guck mal, Sing, Dance, Love and Repeat Edition habe ich hier auch nochmal. Ja, das sieht ja hübsch aus, ne? Februar Edition ist das übrigens gewesen. Das riecht nach irgendwas. Mhm, nach Fußcreme riecht das. Die haben auch so ein schönes, hatten wir das auch? So ein schönes Seidenpapier da drin. Ja, yeah. Gua Sha. Dann haben wir Koishi Naturals Vanilla Body Make. Die riecht so. Das ist ja cool. Mit Mandelmilch und Süßmandel. Und hast du nicht gesehen, 100 Milliliter sind hier drin. Riecht sehr, sehr angenehm. Downtown Paris, ein Blush. Ja, guck mal. Ne? Da lerne ich heute ganz schön viel von der Marke kennen. Dann habe ich hier, das hatte ich letztens erst drin, eine schützende Haarmaske hatte ich in der Männerbox drin, Glossy Box Men von Naobei. Ja, da sind 50 Milliliter drin enthalten und sowas kannst du als Mann oder als Frau verwenden, 3 Minuten drauf lassen und glücklich sein. Mein Freund hat halt 3 mm Haare, der braucht sowas nicht, ne? Also, das ist dann nicht so. Guck mal, Fix and Rouge hatten die auch mit dabei. Satin Soft Blurring Primer und Finishing Fix Ultra Prime, 30 Milliliter, super hochwertig. Mensch, da haben die echt eine krass gute Box bekommen. Nicht schlecht, Herr Specht. Also das ist jetzt so meine Ausbeute von 54 Euro plus 60 Euro, die ich ausgegeben habe, sprich 114 Euro. Das ist es auch definitiv wert, was hier auf dem Tisch steht. Natürlich vieles doppelt und dreifach, gerade jetzt durch dieses Hochzeits-Vibes-Bundle. Da habe ich mich ein bisschen selber, keine Ahnung, war dämlich, ne? Aber ansonsten, diese Bundles, Nordic Bundle und französisches Bundle, die fand ich richtig cool. Vieles wird jetzt auch bei mir einziehen und manches wird verlost werden, manches wird einfach verschenkt werden an Familie und Freunde. Also wenn irgendwer jetzt Probleme hat, ein Shampoo zu haben, Leute, ich habe genug. Ich habe auch genug für Duschgel und so. Highlighter, Leute, ich kann euer ganzes Leben highlighten. Nee, aber hat sich schon gelohnt. Ich fand's cool und mir hat Spaß gemacht und man kann manchmal ein bisschen damit auf die Nase fliegen, denn nicht immer sind diese Glossy Sale Aktionen cool. Ich fand's jetzt ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, dass der letzte Glossy Sale halt nur für die Abonnenten stattgefunden hat, denn gerade da ist es sinnvoller, sowas für alle zu öffnen, damit halt auch die, die nicht regulär die Glossy Box im Abo haben, die Möglichkeit haben, einfach mal hineinzuschnuppern und ja, für günstiges Geld einfach ein paar Produkte zu entdecken, meine Meinung. Aber gut, das ist nicht meine Entscheidung, ich arbeite nicht dort. Das war's jetzt von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!